Schnauze! Ja. Hallo Freunde! Wir werden euch heute typische Ausreden aus der Schule vorstellen. Also an alle, die schon mal in der Schule waren oder sind, die werdet ihr sicher kennen. Und Freunde, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es lohnt sich. Ich würde gar nicht so lange reden. Los geht's! Go! Sorry für die Verspätung, ich musste noch ins Sekretariat. Können Sie das bitte ganz kurz wiederholen? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Sorry für die Verspätung, ich war noch kacken. Meine Hausaufgaben, die konnte ich nicht machen, weil mein Heft war im Klassenraum. Ich konnte es nicht machen zu Hause. Die Hausaufgaben, oh scheiße, die sind alle in meinem alten Heft. Ich wusste nicht, dass wir alle drei Seiten auf hatten. Und die Seite, die ich gemacht habe, die habe ich nicht verstanden. Ah! Herr Lochmann, nicht reden. Hier spielt die Musik. Er hat mir gerade nur die Aufgabe erklärt. Also ja, ist jetzt nicht so, dass wir geredet haben. Er hat nur gesagt, wie das gehen soll. Heiko, wo ist denn dein Buch? Mein Buch, wir wechseln uns ab. Also wir teilen uns das immer auf. Ja, also genau, manchmal bringt er ein Buch mit und manchmal ich. Herr Lochmann, ist das etwa ein Spicker? Ein Handy? Ich schaue nur nach der Zeit. Herr Lochmann, Sie Schlafmütz. Hier spielt die Musik. Aufwachen! In meinem Unterricht wird nicht geschlafen. Nein, ich habe mich nur angelehnt. Angelehnt? Herr Müller, du dürft euch bitte ganz kurz aufs Klo. Entschuldigung, dass ich so spät kam. Schnauze! Sorry, dass ich zu spät komme. Mein Lehrer hat mich aufgehalten und ich musste noch mit ihm was besprechen wegen morgen, weil wir morgen gestern eine Arbeit geschrieben haben. Gestern. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Herr Lochmann, wo ist denn der Taschenrechner? Für den Mathematikunterricht ist das ein normales Utensil. Den habe ich gestern, als ich Hausaufgaben gemacht habe, auf dem Tisch liegen lassen. Hausaufgaben also. Wo sind denn Ihre Hausaufgaben, Herr Lochmann? Ich kann hier keine Hausaufgaben auffinden, es tut mir leid. Aha. Die sind auf meinem Tisch. Auf Ihrem Tisch. Hi, na? Ja, ey, freut mich, dass Handy ich mal wieder... Weg. Ich benutze mein Handy nur als Taschenrechner. Aber das hat mir mein Nachhilfelehrer so erklärt. Die Hausaufgaben, die standen nicht an der Tafel. Herr Lochmann, warum sind die Pizza denn her? Sie wissen doch schon, dass das Verlassen des Schulgeländes nicht akzeptabel ist. Die hat mir meine Mutter gebracht. Genau. So, Freunde, das waren ja einige Sprüche. Schreibt mal eure Sprüche in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt und noch nicht wegschalten, denn wir müssen heute noch was ganz Wichtiges sagen. Mein Penis ist groß. Freunde, wir haben diesen Samstag am 12.09. ein Konzert in Wattenscheid. Es sind auf jeden Fall noch Tickets verfügbar. Kommt alle nach Bochum-Wattenscheid, das ist in NRW. Das wird mal wieder ein richtig geiles Konzert. Also alle aus Köln und so weiter in der Umgebung, kommt vorbei. Kommt unbedingt nach Wattenscheid. Es werden auch sicher an der Abendkasse und auch Tickets zur Verfügung sein. Dann gibt es übrigens auch generell die Konzertkarten für die ganzen weiteren Konzerte, die wir noch geben werden. Alles unter dielochis.de/tickets. Alle Links gibt es auch nochmal in der Infobox. Und hier geht es jetzt irgendwo zu dem letzten Mittwochsvideo. Am Samstag sehen wir uns dann wieder mit einem neuen Video. Und am Mittwoch, und am Montag und was weiß ich was. Bis dahin. Tschüss.